Die Archimedes-Sporttaucher ist eine wunderbare Freizeituhr. Frisch, erstaunlich lebendig, obwohl sie nur ganz, ganz wenige Farbakzente hat und unglaublich angenehm am Arm. Ich bin gespannt, was ihr zu der Uhr in die Kommentare schreibt. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, heute geht es um die vorletzte Uhr meiner kleinen Miniserie von 6 Videos über Limes und Archimede. Heute habe ich für euch in dem Video und auf meinem Schreibtisch die Archimede Sporttaucher. Die Archimede Sporttaucher ist eine irrsinnig frische Uhr und super angenehm am Arm. Sieht vielleicht, und dafür zeige ich sie euch nochmal, mit den Ziffern 12369 ein bisschen aus wie die Orient Deep, aber es ist überhaupt kein Vergleich. Die Uhr ist um Längen mehrere Klassen besser und auch angenehmer am Arm, und das kann ich sagen, denn die Orient habe ich gehabt. Ich freue mich irrsinnig, sie euch heute zeigen zu können. Wenn es euch gefällt, lasst eure Kommentare da, sagt, was ihr zu der Uhr seht. Und auch gerne ein Abo, wenn ihr keines meiner zukünftigen Videos verpassen möchtet. Und jetzt direkt zur Vorstellung der Uhr. Ich will es ganz kurz zeigen, wie die Uhr am Arm aussieht, verglichen mit meiner 40 mm Stova. Wirkt die Uhr an meinem 17 cm Handgelenk überhaupt nicht groß. Ich finde, sie passt sehr gut an den Arm und ist in keinster Weise überstehend. Die 50 mm fallen hier in meinen Augen überhaupt nicht auf. Die Archimede Sporttaucher ist eine Uhr, die ihrer Bezeichnung wirklich gerecht wird. Sie ist für den professionellen Taucheinsatz geeignet und hat ein ausgesprochen sportliches Design und sportliches Auftreten. Der Durchmesser in der Diagonalen beträgt 41,5 mm. Das Saphirglas ist mit einer Entspiegelungsschicht versehen und die Uhr hat eine Höhe von 12 mm. Der Bandanstoß, die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm und der Abstand von Horn zu Horn beträgt 50 mm. Das ist ein Wert, der mir normalerweise grenzwertig erscheint und mir etwas zu groß ist, aber am Arm macht diese Uhr einen sehr guten Eindruck und wirkt überhaupt nicht groß. Verbaut ist ein Sellita SW200-1. Aktuell an der Uhr ist ein Kautschukband in Schwarz. Der Boden der Uhr ist mit einer Taucherglocke und einem Taucherhelm verziert, was in meinen Augen sehr gut zu der Uhr passt. Die 300 Meter Tauchtiefe sind auch auf dem Ziffernblatt aufgedrückt. Das Datum auf der 4 Uhr Position ist dezent und, wie ich finde, gut integriert, auch wenn ein Datum auf der 4 Uhr Position naturgemäß immer mehr auffällt als an einer anderen. Die Lünette gibt es in drei verschiedenen Varianten. Einmal die 60-Minuten-Lünette, wie hier zu sehen, eine Kompass-Lünette mit einer 360-Grad-Skala und eine 12-Stunden-Lünette als GMT oder zweite Zeitzone. Die Lünette selber hat 120 Klicks und rastet extrem genau und sauber. Ich zeige euch das noch mal kurz mit dem Mikrofon direkt an der Uhr. Das ist wirklich bemerkenswert. Ja, das ist die Archimede Sporttaucher und ich mag wirklich sehr gerne die roten 5-Minuten-Akzente, die der Uhr ein zusätzliches sportliches Aussehen verleihen und wirklich das Gesamtbild der Uhr etwas auflockern.
Die Lünette hatte ich euch ja schon einmal rasten hören. Ich möchte euch aber auch im Detail zeigen, wie wahnsinnig genau und exakt die Lünette gearbeitet ist. Da gibt es kein Spiel und kein Wackeln. Die Lünette passt auf beiden Seiten sehr genau auf das Gehäuse. Und auch wenn man die Lünette betätigt, gibt es da eine kleine Bewegung, wenn über die Sperre gegangen wird, und danach rastet sie wieder perfekt ein. Sehr, sehr schön gemacht. Was mir an der Uhr extrem gut gefällt, ist der Kronenschutz, den man von der direkten Draufsicht als solchen gar nicht erkennt, denn er wächst aus dem Gehäuse heraus, schützt die Krone und geht in das Horn über. Von hinten kann man es etwas besser erkennen. Das Horn erweitert sich, bildet einen Kronenschutz, der ins Gehäuse zurückgeht. Und von der Draufsicht wird es dann ganz deutlich, wie hier der Kronenschutz aus dem Gehäuse heraus die Krone schützt und auf der Seite in das Horn übergeht. Die Krone selber ist wie alle Kronen, die ich aus dem Hause Ickler hatte, extrem gut zu bedienen und wirklich sehr, sehr sauber gearbeitet. Auch zu der Archimede Sporttaucher möchte ich euch selbstverständlich einen Nightshot zeigen. Die Archimede Sporttaucher ist in der oberen Reihe die mittlere Uhr oder die dritte von links. Sie hat ein etwas kleineres Ziffernblatt, aber eine durchaus sehr respektable Leuchtkraft, wie ihr hier sehen könnt. Die Uhr ist sehr gut ablesbar, leuchtet nicht so wie die Pilot 42, aber sehr hell, und ich finde das Blau auch eine sehr, sehr schöne Leuchtfarbe. Ich mag das fast ein kleines bisschen lieber als das Grün. Auch im bewegten Bild zeigt sich, dass die Uhr sehr gut ablesbar ist. Der Lünettenpunkt ist auch deutlich erkennbar. Diese Uhr, wie ich sie hier vorliegen habe, am Kautschukband, kostet 940 Euro, Stand April 2020, ebenso eine Variante am Lederband. Mit einem integrierten Stahlband kostet die Uhr aktuell 1060 Euro. Die Bronzeversion, die es nur an Leder oder Kautschuk gibt, kostet 1200 Euro. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei den Videos. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt eure Gedanken in die Kommentare oder abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Freut euch auf die nächsten Videos, die ich mache. Ich tue es auf jeden Fall, und bis dahin, euer Axel.